Aber langfristig sehe ich Casper auf jeden Fall ganz woanders. Puff, ich auch. Hat ein Riesenpotenzial. Alter. Das Ding hat einfach Riesenpotenzial. Ne? Guckt euch allein die Partner an. Ne? Welche Regierung allein schon. Ne? Die Saudi-Regierung, die chinesische Regierung, die Kryptos verboten hat. Aber Casper bietet halt Permission und Permissionless an. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also es kann komplett automatisiert in der Blockchain laufen oder man kann einzelne Teile des Smart Contracts verändern, wenn bestimmte Bedingungen erreicht sind. Und man kann einige Teile so zentralisieren, dass sie einer Genehmigung bedürfen. Und das ist halt das Ding, was viele Bitcoin-Maxis einfach nicht wollen. Die sagen, nein, wir wollen komplett niemand darf irgendwas kontrollieren. Das wollen Riesenbanken, das wollen Regierungen, das wollen die, die irgendwas umsetzen anhand einer Applikation, die wollen das nicht. Die wollen irgendwo bestimmte Punkte haben, wo sie eingreifen können, wo sie etwas eventuell ändern können. Und da kommt Casper ins Spiel. Ein gigantisches Projekt, Leute. Ein so krasses Projekt. Und das Ding wird meines Erachtens nach einer der gigantischsten Projekte in Zukunft werden. Und ihr seid mein Zeuge, wenn das im Bärenmarkt runtergeht. Wir werden richtig dick einkaufen, Casper. Aber richtig dick. Was wir an KuCoin gut finden, ist, dass, wie gesagt, viele Coins man dort kriegt, die oftmals noch nicht mal bei Binance registriert sind. Darum wird euch das auch auf jeden Fall helfen, denn einige Coins, die wir auf jeden Fall kaufen wollen, die kriegt man kaum woanders. Meldet euch da jetzt auf jeden Fall schon mal ein.